Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe meinen DAF, meinen XF105 endlich wiederbekommen mit ein paar Zusatzoptionen, neuer Lack, Getriebe wurde überarbeitet, Motor wurde abgedatet, der hatte ja ein Problem. Ihr wisst ja, Motorschaden in Mannheim. Und was ist noch passiert? Ich habe mir einen eigenen Trailer zugelegt. Mit dem werde ich die nächsten Touren jedenfalls fahren. Der wird jetzt fix drauf bleiben bei mir, bis ich vielleicht irgendwo einen neuen, besseren finde oder vielleicht andere Waren fahren werde. Je nachdem. Vorerst wird der mir erhalten bleiben. Für die nächsten paar Touren, für die nächsten Videos. Ja, schauen wir mal. Wir checken noch schnell, dass hier nichts passiert ist. Dass alles gut ist. Ja. Die Jungs hier haben ziemlich super Arbeit geleistet. Es ist Sonntagabend, bereits nach 22 Uhr. Für eine extra Runde Kaffee haben die echt hart zugepackt, hat super funktioniert. Wir haben eine Tour nach Bremerhaven rauf. Und zwar, wenn wir da schauen, Bremerhaven, genau hier rauf. Genau. Insgesamt 13 Stunden, 880 Kilometer. Wir werden aber heute nicht die ganze Tour fahren, klarerweise. Das wäre mit der Fahrzeit natürlich gar nicht möglich. Ich habe mir das jetzt so überlegt. Und zwar würde ich, wir stehen hier in Linz, in Österreich. Und geplant hätte ich, dass wir hier zu dieser Tankstelle fahren, da werden wir schlafen. 3 Stunden 34 wäre jetzt die Fahrzeit, das ist optimal. Dann komme ich am nächsten Tag locker rauf bis Bremerhaven, das sollte passen. Und ja, hier kurz vor Nürnberg werden wir die erste Nacht praktisch rumgehen lassen. Dann steigen wir mal ein in das gute Stück, würde ich vorschlagen. So. Da geht schon los. Ja, die Geschichte mit dem eigenen Trailer, mit dem Anhänger. Da steckt natürlich Tedit dahinter, ihr kennt das. Oder vielleicht heißt das Programm auch T-Edit, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren hinterlassen. Es wurde kein neuer, der wurde wirklich nur dementsprechend repariert.
Schaltung etwas getan, der Motor wurde überarbeitet. Wie gesagt, ja, bin ich wirklich zufrieden. Mit dem neuen Trailer, mit dem eigenen Trailer bin ich wirklich unabhängig. Ich kann sozusagen da jetzt, ich bin nicht mehr auf irgendeinen angewiesen, auf irgendeinen Film angewiesen. Ich nehme jetzt die Frachten sozusagen auf einen Frachtmarkt, wenn ich die bekomme. Da theoretisch auch für andere Spediteure Touren damit absolvieren, überhaupt kein Problem. Vielleicht ergibt sich da mal irgendwo eine Kooperation oder irgendeiner von den Kollegen möchte mal eine Fracht auslagern, wie auch immer. Mache ich gerne, mache ich natürlich immer. Ist überhaupt kein Thema. Wirklich total selbstständig bin, ist es natürlich so, dass jetzt meine Frau zu Hause die Buchhaltung sozusagen macht, also die schreibt die Rechnungen, schickt diverse Unterlagen an meinen Steuerberater, an den Herrn Schweiger, der macht das äußerst zuverlässig, da gibt es keine Schwierigkeiten, keine Probleme. Das funktioniert sehr gut. Sind jetzt auch inzwischen alle eingetroffen, von der Firmenbuchnummer über Umsatzsteuer, Identifikationsnummer etc. und so weiter. Also natürlich alles virtuell, ganz klar. Ja, somit kann ich dementsprechend meine Aufträge auch abarbeiten. Das ist ganz gut so. Der Gelegenheit sollte ich vielleicht auch mal meinen Freund den Swiss anrufen von der Swiss World Cargo, dass ich jetzt wie gesagt auch meinen eigenen Auflieger habe. Den wird das sicher interessieren, der hat enorm viel Arbeit. Da gibt es sicher mal eine Tour für mich. Die er mir gerne abgibt. Sonntagabend ist da ganz schön Verkehr.
schon fast Mitternacht. Sollten wir da schon kurz vor Nürnberg jetzt sein. Der Kollege wird immer langsamer. So, gleich geschafft.
erste Teilabschnitt heute am Sonntag, Sonntagabend, Sonntag in der Nacht eigentlich besser gesagt. Aber trotzdem eine sehr entspannte Fahrt mit dem DAF. Hier werden wir unsere Parkposition einnehmen. Und heute nächtigen. Tatsächlich einer gehupt. Ah, okay. Na, fahr doch weiter. Es gibt so viele dumme Leute. Man soll das wirklich nicht glauben. Links vorbei geht's, du Affe. Er soll sich einen runterhupen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, einen angenehmen Wochenstart. Bis zum nächsten Video, euer Hermi. Tschüss.